Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships hier auf meinem Kanal. Heute mit dabei ist zumindest in der Division gleich der... Wo habe ich heute dabei? Ich sag schon mal Hallo Sankor, falls er mich gerade hört. Nämlich im Discord. Ich weiß nicht, ob er gerade am Rechner ist. Absolut. Oh. Hallo zusammen. Da ist er. Wollt ihr nicht unterbrechen? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel. Es gibt eine neue Errungenschaft. Und zwar habe ich aus einem dieser schicken Weihnachtspakete habe ich die Ochotnik bekommen, also als Tier 5. Verstörer. Nein, sag immer Verstörer, ne? Wollen wir den Feind gleich ein bisschen verstören? Und vielleicht hat ja der Sankor da auch was Entsprechendes auf Lager. Schauen wir mal. Oh ja, guck mal. Da bietet sich gerade an die Königsberg. Dann würde ich sagen, hauen wir mit der Königsberg und der Ortnik rein. Ich habe mit der noch nicht gespielt, muss ich sagen. Das ist jetzt absolut Premiere für mich mit diesem Schiff. Ich habe sie gesockelt. Ich habe den Captain gesockelt. Mein 10er Captain war dabei. Und mehr als aufs Auge geben kann es nicht. Im Zweifelsfall fahren wir unter Wasser weiter. Dann erlege ich sie von unten mit dem Blasrohr. Nein, funktioniert nicht. Wasserbomben habe ich auch nicht, ne? Nee. Das hätte doch was, ne? Ich habe schon mal eine Motorjacht gesehen, die Schotten dicht gemacht hat und getaucht ist. Warum nicht mit einem Kriegsschiff? Ne? Zerstörer. Einfach mal abtauchen. Aber ich glaube, das, was man mal hier gesehen hatte zu einem Event, nämlich U-Boote, das wird es höchstwahrscheinlich hier nicht geben, schätze ich mal. Ich habe auch nichts mehr darüber gelesen. Ich denke mal, das war so eine Art April-Scherz, dass man die gezeigt hat, die Dinge. So. We are on. Oh. Ich glaube das nicht. Ich bin der Einzige. Der Einzigste. Und das mit einem unerprobten Schiff. Oh Gott. Ein einziger Zerstörer. Oh. Hammer. Was zurück, verstanden? Alter, drück doch einfach mal hier so. Den da. Ach, schlimm. Da steht doch alles. Ja, siehst du, erstmal kurz gucken. 5,7 Kilometer Erkennbarkeitsreichweite, das geht schon mal bei 4,5 km Torpedos. Oh! Nicht, dass mir das gefällt. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Wieso, ey, das ist doch ein Zerstörer. Wieso hat der denn so schöne Torpedos? Wie sieht es bei dir aus? Gut soweit. Das hört sich gut an. Ich bin mit meinem Königsberger Klopsi unterwegs. Schipper. Der Königsberger Klops. Oh, was? Wie? Wann? Ah, da. Okay. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich eine ganz bescheidene Torpedoreichweite habe. Oh, eine Graf Spee. Gerade mal 4,5 Kilometer, das heißt, ich werde tatsächlich bis auf Unterentdeckungsreichweite ranfahren müssen. Autsch. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht ähnlichen Effekt gibt mit der besseren Feuerleitanlage. Muss ich mir nachher mal anschauen. Ja, das wäre wünschenswert, dass das einen Effekt hat. Das denke ich mir, dass das wünschenswert wäre. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt mal so einen klitzekleinen Angriff auf die Graf Spee fahren. Ja, mit Turbo. Ich,
brauche eine etwas andere. Oh, warte mal. Ich brauche eine etwas andere. 4, 5, 6, 7. So, ich bin auf entsprechender Range. Nebelwerfer gezündet, abdrehen. Treffer. Oh, die hat ja schon ganz schön aufs Auge gekriegt hier. Ja, 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 ja. Die hat aufs Auge gekriegt, richtig. Und jetzt gibt es hier gleich hoffentlich noch was aufs Auge. Wir werden sehen, ob ich vorbeischieße oder nicht. Alter. Also, wenn ich das jedes Mal machen muss, Vorsicht, da kommen Torpedos. So. Ich sehe nicht. Die schwimmen da gerade an mir vorbei. Wenn ich das jedes Mal machen muss, dann wird das ein sehr kurzes Gefecht. Wow, Dankeschön, Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Wasserbombe, Wasserbombe. Ja, ich bin der einzige Zerstörer jetzt, der momentan hier rumfährt. Und das finden die natürlich jetzt gar nicht mal so witzig. Ich werde mal kurz die Sekundärgeschütze abschalten. Ja, gute Idee. In der Hoffnung, dass ich dann von der Luft aus nicht mehr ganz so schnell sichtbar werde. Wow. So. Mal sehe ich erstmal zu, dass ich hier wegkomme. Ein bisschen. Oh, du kriegst aber auch gerade ordentlich was ab. Ja. Ich bin quasi kampfunfähig. Ich merke das gerade. Du kannst ihn löschen, ne? Nein, nein, oh, keine Chance. Das war's. Oh. Kann dir nicht versprechen, dass das Gefecht bei mir wesentlich länger dauert. Aber du kannst gerne mal mit an Bord kommen. Mal gucken, wie die sich so fährt hier. Ich bin bei dir. Oh mein Gott. Wie viel Artillerie hast du denn an Bord? Das ist ja schon mächtig. Naja, weiß nicht. Das sind Torpedowerfer. Nee, am Bug und Heck. Ach, das sind Torpedowerfer. Ach so. Okay. Da habe ich mich ja echt verguckt. Ja, die hat wohl den unter anderem den Vorteil, dass sie wohl recht. Oh, schön. Was trifft mich denn da? Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so witzig. Warte mal. Xi, Trixi. So, mal eben kurz abdrehen und mal eben kurz hier ein bisschen was in die Richtung schießen. Ja. So, mal gucken, wie viel habe ich jetzt da rausgekriegt? Weiß ich nicht. Eine ganze Menge, wie es mir scheint. 9 Stück zähle ich. Hui, hui, schön. Das ist ganz schön übel. Alle auf einmal. Bin von 3 in Torpedo-Reichweite. Ah, oh mein Gott. Ich werde von 3 anvisiert, wollte ich sagen. Ja, das meinte ich, ja. Oh, oh, oh. Oh, deine Tops sind kurz vorher ausgelaufen. Ja, ich sag ja, die haben eine sehr bescheidene Reichweite. Ja. Und genau da liegt das Hauptproblem. Ich bin nämlich schon wieder im Target, weil ich geortet wurde von oben. Ach, und Flieger, ich glaube, ja, dass das jetzt den Wasserbomben auszuweichen. Hat gut geklappt. Ja. Und nur in dem Moment halt ein bisschen den Kurs wechseln, wenn die gerade die Bomben fallen lassen, aber. Na gut, das war irgendein Schiffchen. Ja. Eieieiei. Meine Güte. Aber du hast echt eine Menge Artillerie an Bord. Ich zähle 9 Torpedowerfer und eine ganze Menge Geschütze. Ja, das einzige Problem ist, unter Wasser nützen sie mir. Da hilft nur eins, schottendicht. Ja, schottendicht und ab nach unten. Genau, schottendicht und ich werde mir mal ganz kurz meine Module angucken, ob ich da irgendwas machen kann, ob ich da irgendwas modifizieren kann noch. Na klar. 4,5 einbauen, die sind eingebaut, ja. Ausbauen geht nicht.
Nee, da ist wohl nichts zu wollen. Die hat wohl so kurze Dinger. Ich kann mich auch nicht dran entsinnen, dass ich irgendwas an Bord genommen hätte, was die Reichweite verkürzt. Ich glaube nicht. Oder habe ich bei den beim Captain irgendwas gemacht? Ich glaube, der hat sowas auch nicht, ne? Nee, ja, die Erkennbarkeit habe ich schon runtergezogen. Mhm. Zusätzliche Ladung. Gemeistert. Und folgendes Ziel. Nö. Da ist nichts. Bei den Flaggen definitiv auch nicht. Da habe ich nur massiv viel plus EP draufgepackt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolex, glaube ich. Ja, bewerf mich mit was. Ich habe da eine Idee. Und zwar... Hm? Sowas da. Oh, echt jetzt? Ja. Warte mal, da hatte ich doch auch was. Da war doch auch irgendwas. Moment, lass mich mal ganz kurz bei den Modulen gucken. Weil ich glaube, ich meine da mal was gehört zu haben. Ja, da kannst du tatsächlich ein bisschen anpassen bei dem Schiff. Ja, siehst du, Torpedogeschwindigkeit ein bisschen runterziehen, dafür die Reichweite nach oben. Das ist es, genau das machen wir nämlich jetzt auch. Wir bauen nämlich jetzt einfach mal den schlechteren Torpedowerfer ein. Wir erhöhen damit die Reichweite. Ja, ist ein bisschen langsamer, aber reicht viel länger. Ja, ich denke mal, das hat Sinn. Das hat sehr reiche Spritlänge von den Dingern, ne? Ja, genau. Bin mal gespannt, in was für ein Gefecht wir gleich kommen hier. Oh ja, auf geht's. Lass uns überraschen. Mal gucken, was draus wird. Ja. Let's go die. Ach nee. Ich hab ja diesmal schon gesagt, die Gefechte mit dem Blub, ne? Wir schauen mal, was das gibt. Versteht nur keiner mehr. Dass es sich hier um eine alte Iglu-Rahmspinat-Werbung handelt. Ne? Mit dem Blub frischer Sahne. Ja. Ich glaube, die gibt es schon nicht mehr. Die Werbung kam früher in Farben von Technicolor wahrscheinlich. Das ist schon ein bisschen länger her. Technicolor. Boah. Oha. Ja, ist klar. ja. Also, lass uns doch mal schauen. Die Graf Kurfürst ist dabei. Die Heinrich der Vierte ist dabei. Ja, Spange machen gilt nicht. Die Shimakaze ist dabei. Und soll ich dir was sagen? Will ich jetzt alle auf Grund schicken. Alleine nehme ich an. Natürlich. Ihr dürft auch ein bisschen mitmachen, wenn ihr wollt. Okay, wir spielen mit. B? Ich habe A und C gerade in den Chat geschrieben. Atze? Atze. AC. AC. Ja, für DC ist die Map zu klein. ACBC. ACBC, ja, genau. Was auch immer das sein soll. Also ich hätte mich ja mit den Zerstörerchen da so zwischen die Inselchen gekloppt. Zwischen welche Inselchen? Da links bei B, weißt du, da ist ja, ja gut eng, gemütlich. Mach doch. Meinst du? Komm, ja, mach mal. Ace Demokratie. Hallo, du darfst. Es ist eine Demokratie. Moment. Beim Militär. Eine Demokratie. Irgendwas ist hier verkehrt. Irgendwie habe ich da was falsch verstanden. Es hieß doch irgendwas, irgendwie habe ich doch mal was von Befehlshaber gelesen und nicht von Empfehlungsgeber. Ja, okay. Mir fehlt nur der Befehlshaber. Etwas hier. Ja, den hast du doch gerade gemacht. Ja, ich habe es mal angedeutet.
Ah, und ich habe eine Benz. Dass die Gegner das auch gelesen haben, dass alle nach B und C gehen, nach A und C gehen und B in Ruhe lassen. Hätte doch was. Hätte doch was, ne? Das wäre cool, ne? Hätte was. So, jetzt habe ich 5,8 Erkennbarkeitsreichweite und 9,2 auf den Torpedos. So ist das viel geiler. Ah, da links ist ein Schiff gewesen. Ich hoffe, dass die Erkennbarkeit einigermaßen im Rahmen liegt. Mal schauen. So. Ich muss bremsen. Da vorne ist nämlich eine. Wenn die mich entdeckt, dann habe ich die A-Karte. So, ich werde einfach mal spaßeshalber da mal so ein bisschen mal drüber fächern. Mal gucken, was daraus wird. Mal gucken, was wir da so treffen tun. Treffen tun? Ja. Also es passt genau. Also wenn ich das jetzt so anvisiere, den Bereich, die Torpedos, die gehen ganz genau da hinten durch die Lücke. Ich hub jetzt mal einfach ganz dezent da hinten in Richtung Gegner durch die Lücke. Gucken, was da so im Weg ist. Nö. Bis jetzt liege ich ja auch noch komplett ohne Tarnung. Okay. Das hört sich gut an. Ich komme mal rüber zu dir. B ist unser. Oh, hier ab. Ich hau hier ab. Ja. Ja, A ist heiß. Da sind mindestens zwei Zerstörer drin. Ja, dann kommen wir rüber, weil ich drehe mich jetzt ab Richtung C. Gut, dann komme ich mal zur Flotte rüber. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Was? Wie? Was? Wie geht das denn? Ja, die versenken. Ach so, weil die bei uns genug Schiffe versenkt haben. Ja. Ja, das ist natürlich klar. So, in 30 Sekunden geht wieder was. Ah, weißt du, was ich gerade sehe? Die Shimakaze, die kriegt gerade mächtig aufs Auge. Das gefällt mir. Glaub, ich werde mal in die Richtung abdrehen und werde mich mal da so ein bisschen mit ins Gefecht stürzen. Mach das mal. Bei der Shimakaze und der Graf Kurfürst. Mal gucken. Wenn du brav bist, lässt dir was über. Das nehme ich. Okay, 6,8, 6,7, 6,6, 6,5, 6,4, 6,2 und die alte Sau ist unter Wasser. Jetzt ist nichts mehr mit entdeckt. Schade. Ich wäre jetzt tatsächlich gerne entdeckt worden, um es mal so zu sagen. Nur alleine, um die versenken zu können. Mal gucken, ob die Graf Kurfürst da hinten getroffen wird. Das sieht nicht so aus. Ja, dann schauen wir doch mal. Das machen wir doch mal ein bisschen Jagd da drauf. Da links wäre noch ein Nebelfeld. Und auf der rechten Seite ist die Atago. Wir sind übrigens die letzten beiden Zerstörer unserer Gruppe. Da ist noch ein Zerstörer, habe ich gerade auf 8, noch was in der Nebelwand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gleich aufplöppe hier. Ich werde mal abdrehen, vorsichtshalber. Unser Schiff ist gerade weggegangen, sozusagen. Ich werde mal einfach in die Richtung was absetzen und werde mich mal so ein bisschen verziehen hier und mal Richtung Graf Kurve steuern. Ich hoffe, dass die Concoa, ja die Concoa, ach scheiß drauf, dass die jetzt nicht in meine Torpedos reinfährt. Entdeckt bin ich sowieso, jetzt kann ich noch drauf schießen. Richtig? Richtig. Passt. Hinfahren, okay.
hoffe ich, dass die Artago nicht auch hier mit einstimmt in das Konzert. Oh ja, sie tut's. Ich drehe mal ab. Immer fleißig am Abdrehen. In 20 Sekunden noch bis zum nächsten Abdrehen. Wofür habe ich eigentlich ja gerade die Nebelwand gelegt? Weiß doch kein Mensch. So. Drehen wir einfach ein bisschen ab. So, sie fährt jetzt in meine Nebelwand rein. Das finde ich gut. Finde ich richtig gut. So. Ich verschwinde jetzt mal in meiner. Oh je 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 je. Wow. Nein. Die Torpedos kamen richtig. Ah. Ich war's doch gar nicht. War doch noch gar nicht hier. Verflixt. Na gut. Komm zu dir. Nee, jetzt fliege ich gerade Flugzeug. Da will ich gar nicht. Obwohl, das ist auch eine schöne Sicht da von da oben. Ich glaube, du bist gerade auch irgendwie entdeckt. Ja. Von einer Meute. Nennen wir es eine Meute. Z46. Gefühlt noch alles andere, was gerade rot ist. Ja, es ist ja auch nicht mehr so viel Auswahl. Ne? Also nicht mehr ganz so viel. Meinst du, sind jetzt alle für mich, ja? Ja, darfst alle wegmachen. Alle für dich. Alle 10. Ach, nur. Ist ja gar nicht so viel. Oh mein Gott. Ja, Yashiro reicht. Oh, ist das schön. So. Jetzt brauche ich eine Strategie. Strategie, was? Vor allem brauche ich erstmal Tops, die ready sind. Aber ja, in meinem Wrack liegen noch welche, die kannst du dir abholen. So. Jung, mach die Tops fertig. Lad schneller nach. Ja, das wäre schön, wenn man das auch beschleunigen könnte, ne? Ja. Also da ist sie doch wirklich sehr langsam. Da habe ich schon Schnelleres erlebt. Oh, der ist aber nah dran. Jeps. Mit seiner Z irgendwas. Das Problem ist, der macht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Die Henry der Vierte ist auch dran. Oh je, jetzt gibt's Haue. Sieht heiß aus im Deck. Ich hab mal offiziell den Feierabend eingeläutet. Hast du die Grillsaison eröffnet? Na super. Okay. Die Grillsaison ist eröffnet. Auch beim Sankor. Auf zum Hafen. Hafen. Hafen ist gut. Aha. Ja, was so wird es anders hin? Nicht? Ich meine, auf den Inseln ist mit Sicherheit auch ganz schön, aber. Aha. Oh, ich stelle gerade fest, dass ich. Alter. Dass du Alter? Ja, unter anderem. Nein, ich stelle gerade fest, dass ich in der Teamwertung sehr weit unten bin mit meiner Ochonnik. so ein Knoten in der Zunge. 391 EP. Gerade mal. Wow. Durch die ganzen Plus, die ich drauf habe, habe ich 783 normaler und 451 freie. Der Schwede. Ja,
Jetzt stelle das mal bei einer guten Gefechtsleistung vor. Ja. Ich habe ein paar richtig geile Flaggen gekriegt. Und dazu sagen. Okay. Alles zusammen müsste ich so bei, also bei dem freien EP jetzt bei knapp 250 und 777, ja. Das sind schon, also ich müsste bei über 1000% liegen. Satt und schmutzig. Ja, ja, doch, das kommt hin. Wenn das so gerechnet wird, weiß ich nicht. Ich hoffe. Okay, okay, okay. Was wollen wir denn jetzt? Ich weiß schon, was ich... Also ich weiß, was ich will. Ich weiß nur nicht, ob du das willst. Aber wir wollen mal schauen, ob du das auch willst. Ich habe jetzt einen Vorschlag. Aber sag du mal was. Ich schlag mal gerade irgendwo vor, guck mal, was rausfällt. Ja, das gleiche, oh, das passt doch. Das war jetzt Zufall. Ich habe gar nicht geguckt, was du gesetzt hast. Gut. Ja, da sind wir uns ja urkomisch einig. Dann würde ich sagen, lass uns mal... Feuer frei. Ja. Ich füge mal eben schon Kaffee ein. Bin sofort. Auch das noch? Habe ich auch gerade gemacht. Ja, genau. Also. Die De Grasse ist im Spiel und die Nürnberg. So, diesmal bitte nicht Meldung auch an die Gruppe. Wir hätten gerne jetzt ein siegreiches Gefecht. Ablosen unerwünscht. Ablosen ist immer blöd. Ja. So, da ist mein Zebra. Mein Zebra. Mein gewelltes Zebra, auf geht's. B, was? Meint ihr das ernst? Viel Glück allen. Macht ihnen das Leben schwer. Verbindlichsten Dank. Herzlichen Dank. Beruhige dich. Wie schön. What? Ich werde bescheuert hier. Unglaublich. Ja. Oh, der Gegner hat geschrieben. Ja, genau. Schön. Hast du allgemein geschrieben, ja? Mhm, absichtlich. Ja, denn... Ja, dann lasst uns doch mal ein Feuerwerk veranstalten. Boah, die Tarnung ist ein bisschen krank. Da wird mir voll schwindelig, wenn ich da drauf gucke. Guck nicht drauf. So ein richtiger 3D-Effekt. Ist Absicht. Ist Absicht. Ich will den Gegner verwirren. Ja, er soll nicht wissen, wohin er gerade schießen muss. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Das sieht dann so aus, als würde ich, ne? Die sieht aus, als wenn sie schon eine Beule hat. Ey. Ups. Immer so noch nicht. Ach, guck mal, da ist sie ja. Eine Akka, war was? Akatsuki. So. Ja, sie ist unter Feuer. Ach so, ja, das wäre doch meine Maßnahme. Sie brennt. Nee, doch nicht, brennt nicht. Wenn du das gerade so sagst, das wäre doch eine Maßnahme. Einfach mal unter Feuer nehmen, ne? Klar. Weißt du was? Ich habe da auch Torpedos. Ich schick mal was in die Richtung. Mal gucken, was ankommt. Viel Spaß damit. Immer ab hier. Weil auf der linken Seite habe ich nämlich auch noch so einen Boiler. Da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Die dreht er noch ab. Na super. Ah, da kommt die Emily um die Ecke. Eine Emily Bertin. Hm, pass mal auf, ich habe sie gleich in Feuerreichweite. Da ist sie. Ja, ich. Was hast du vor? Achso. Ich drehe nach rechts weg. Ich bremse. Bin dabei. Torpedos direkt voraus.
Torpedos. Wenn wir Glück haben, gehen sie genau zwischendurch. Sie gehen genau zwischendurch. Glaube ich. Ich habe leider gerade keinen. Ich habe leider gerade keine griffbereit, keine Torpedos. Hat sich schon erledigt. Alles gut. Schade, ich hätte gerne. Ich hätte gerne welche gehabt jetzt. Das wäre super gewesen. Hätte ich genau hinter deinem Heck in die Emily reinballern können. Meine waren gerade auch leider vergriffen. Die war aber auch mutigst da hinten rein zu. Ey. Wieso schießt der auf mich? Mal schießt zurück, du. Vorsicht, hinter dem Berg ist ein Zerstörer, lauert. Ja, lass lauern. In B. In B? Hinterm Berg? Echt jetzt? Ja, nicht ganz. So ein paar Schiffslingen rein. Okay. Ja, ist okay. Er darf. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt da irgendwie mal so auftaucht. Oh, die Tops sind schon da. Ja, ich sehe. I see. Torpedos auf Backbord. Pack dir dein Board doch selbst. So. Torpedos auf Backbord. Ja, ist gut. Oh, nicht in das Wrack reinfahren. So. Warum mache ich das eigentlich so kompliziert hier? Weil der Bett eine super Deckung ist, finde ich. Glaub, ich bleib dabei. Never change a running system. Ich habe zwar noch nicht so viel geleistet, aber zumindest bin ich auch noch nicht getroffen worden. So, doch bin ich. Ups. Ich würde sagen, wir werden mal so ein bisschen. Aber was war das? Was bei Zeus? Bei Zeus dickem Hinterteil hat mich da getroffen. Noch eine Degrasse. Oh. Ne, dann mach mal. Alle Stationen, ne? Oh, da hinten. Was, echt? Wo? Oh ja. Oh, die gehen hier vorbei. Alles gut. Komm, nachladen. Na also. Ich war es zwar nicht, aber sie ist weg vom Fenster. Das ist die Hauptsache. So. Und weg vom Fenster. Yeah. Wie obergeil. Irgendwas ballert da noch auf mich? Bist du noch oben? Blub. Echt? Blub. Das war doof. Das macht ja nichts. Aber ich habe gerade noch einen mitgenommen. Okay. Wie, mit auf mein Schiff? Nein. Das würde ich ja nicht tun. Schmeißt du ihn ins Wasser, wenn das ein Gegner ist? Sondern an Land schwimmen. Unglaublich. Ich habe noch einen mitgenommen, sagt er. So, außerhalb der Entdeckung. Und jetzt geht's. Komm, dreh. Da geben wir noch mal ein bisschen mal drüber. Richtung Fuso. Jetzt kann ich auch mal sagen, ich schieße auf die Fuso. Auf was schießt du so? Ach ja.
Gucken wir da drauf. Katapultjäger in der Luft. Der fährt rückwärts. Warum fährt er rückwärts? Boah, das kann, ne? Der fährt rückwärts, weil das kann. Super. So, dann wollen wir mal. Einmal nach links. Einmal durch die Lücke. Zack. Und einmal andersrum. Jetzt fährt er. 13,8. Ich hoffe, er fährt da jetzt nicht genau rein. Nee, das schafft er nicht. Das ist die Kamikaze, die da fährt. Für eine Torpedo-Range. 9, das ist doch super. Dann lasse ich doch einfach mal dadurch was kommen, wa? So, jetzt kommt mein Manöver. Super krasses Wendemanöver. Sechs Treffer. Wow, was? Sicher auch, was hier geballert wird, aber hey, die hat mich nur getroffen. Hier in der Ecke. Torpedos direkt voraus. Oh, jetzt lege ich aber mal fix den. Oh, verdammt, der Rückwärtsgang klemmt. Ich hänge an der Insel. Ich habe gedacht, ich komme daran vorbei. Ein feuchtes Grab. Ah, oh, verdammt. Ach, da war noch ein Steinchen, das sehe ich jetzt erst. Da war noch so ein kleines Steinchen da. Da bin ich dran hängen geblieben. Ah, ja, ist blöd. Ich habe echt gedacht, ich könnte mich rückwärts aus der Affäre ziehen, falls es dazu kommt. Da habe ich falsch für gelegen. Ja, doof. Ah, ja. Naja. Wir spielen Physik. Ist alles Physik. Ja, ja, ja. Gewicht zieht es nun mal nach unten. Das ist halt so. Ja, sehr schade eigentlich, dass das wieder nicht so in der Form durchgezogen werden konnte jetzt hier. Wenn auf dem Weg gleich mal ganz kurz nach dem Container fragen. Einen Container für mich, bitte einen Supercontainer. Nein, bitte zwei davon. Ja, dann zwei. Na komm. Zwei Supercontainer. Nee, ich kann doch nur einen kriegen. So. Du auch ein? Vielleicht teilst du ja. Du bist auch so weit, ja? Nein, noch nicht ganz. Mir fehlt schon ein bisschen Gefechtsleistung. Okay, Victor Lima. Na ja, gut. Na gut, na gut. Bist du mit deinen Siebenern etwas weitergekommen? Hm. Sechs, sechs und acht habe ich im Programm, im Repertoire. Ah, ich würde gerne mit der Gneise noch mal wieder ein bisschen weiterkommen. Dann mach doch. Komme ich entweder mit der Graf oder mit der Logo. Ja. Oh. Mit der Graf will man das Level ein bisschen nach unten ziehen. Das ist wohl richtig.
Ja, zumindest ziehen wir es nicht künstlich hoch. Mal sozusagen. Ich wollte gerade sagen, lieber künstlich drosseln. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so in der Form passiert. Ob der das wirklich drosselt, aber ich glaube, das wird immer nach dem, mehr gehört, immer nach dem Größten berechnet. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber wir müssen es ja nicht drauf anlegen. Oh, sicher bin ich mir auch nicht, aber man kann ja mal gucken, ob das, ne? Mhm. Ja, da muss man irgendwas nachschauen. 310 Schlachtschiffe. Bin ich aber gespannt, wie viel davon in die Gruppe kommen. Ich bin sowieso mal gespannt. Ist für die Uhrzeit eigentlich eine recht, ja, recht interessant, dass es so lange dauert, bis wir aus der Warteschleife rauskommen. Und fast eine Minute. Ungewöhnlich lange. Allerdings, ja. Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir jetzt ja mal ein bisschen mehr. Also ich auf jeden Fall. Ja, das ist... Ich wollte jetzt unbedingt einmal die Schiffe spielen, die ich da so mehr oder weniger geschenkt bekommen habe. Mehr oder weniger, weil die anderen habe ich ja im Prinzip nur günstiger bekommen. Aber nicht wirklich geschenkt. Ne? Richtig. Jo. Ja. Der Auftrag. Der Auftrag gefällt mir auch. Dann wollen wir mal losziehen. Du weißt, was mir noch am geilsten gefällt heute? So richtig geil. Irgendwie hat überhaupt keiner Bock auf Flugzeugträger. Das ist schon sehr auffällig, ne? Ja, ich finde das gut. Die sollen sich ruhig in anderen Gefechten tümmeln. Die haben ja nichts verloren. Immer weg damit. Gefechtsstation, ja. Oder sonst. Liegeposition wäre auch blöd. So, dann wollen wir mal anwerfen, den Turbo hier. Ja, wenn ich noch mal so ein bisschen weiterkomme mit der hier, dann kann es dann auch endlich mal die Bismarck werden. Das hätte was. Was macht denn mein Captain hier für Sachen? Hätte er automatisch dann vorbei, ja. Der Captain hier zu vor sich hin. Ja, der ist ja, ich habe noch gar nicht geguckt, ob der vielleicht inzwischen ein Level weiter ist. Die Tarnung sieht ja cool aus. Ja, was? Die Tarnung. Die Tarnung? Das ist so eine Weihnachtstarnung, ist das. Irgendwie, weiß ich nicht, ein wolfgedrehter Weihnachtsbaum oder so heißt. Ich muss mal gucken, wie die genau heißt. Ich wollte gerade sagen, an Land bist du damit gut getarnt. Ja, mit Sicherheit. Allerdings fällt auch so ein Schlachtschiff an Land ziemlich auf. Deswegen haben sie es ja grün angemalt. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich? Warte mal. Ja. Was? Was war ein Kratzer? Die Gleise. Oder die Schnarchhorst. Ja? Ach, was auch immer da auf mich geschossen hat, ist eigentlich vollkommen egal. Ich schieße einfach mal zurück. Aber vielleicht sollte ich mich mal so langsam, aber sicher so ein bisschen mehr wieder auf die... Alter, was ist los hier? Guck mal, was da aufgeplöppt ist. Ich sehe es gerade. Ja, also, ich... Hat Steuerbord. Oder egal, wie jetzt gemacht. Was habe ich jetzt getan? Ah. Hab versehentlich Töp gedrückt. Das heißt, ich bin am Reparieren, aber bin ich gar nicht beschädigt. Das ist gut. Gut, dass ich noch so
bin gar nicht mehr entdeckt. Ihr könnt gar nicht mehr auf mich schießen, ich bin gar nicht mehr entdeckt. Bäh, 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 bäh. Geht doch woanders. Das war jetzt aber wirklich die ganze Flotte, oder? Ist ja ziemlich, ja. Dafür bin ich aber noch gut weggekommen, oder? Dafür bin ich noch ganz gut rausgekommen aus dem Ganzen, würde ich sagen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schießen jetzt mal genau dahin. Viel Spaß da. Ah, verdammt. Ich hätte jetzt drauf gewettet, dass sie da liegt. Dann wollen wir mal. Pass auf, dass du nicht zu weit abseits der Flotte kommst. Wie bitte? Dass du nicht zu weit abseits der Flotte bist. Nö, nö, alles gut. Alles gut. Bin ja gerade dabei, wieder zu beschleunigen, ne? Und werde jetzt mal eine ganz harte Kurve ziehen. Und mal so ein bisschen der Graf Spee beiwohnen. Entdeckt. Ach, du da hinten, ich hab da was für dich, du. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Jo, kannst du behalten. Ach, nicht getroffen, verdammt. Ich glaube, wenn ich auf dieser Position da durchfahre, sollte ich recht gute Chancen haben, den einen oder anderen treffen zu können, ohne selbst viel getroffen zu werden. Den da zum Beispiel. Die York, die da hinten so rumgammelt. Getroffen. Hast du gar nicht gemerkt. Dann hätte ich ja nicht gemerkt, warum nicht? Ah, da ist noch einer. Die Leander ist da. Ja, die zieht mich auch da jetzt. Jo. Na gut. Was? Ich hab da auch sowas. Komm mal hier. Ja, viel Spaß damit. Auch ein paar Torpedos, ne? Könnte auch mal absetzen. Und weg vom Fenster. Wiedersehen. Darf ich löschen, ne? Und reparieren. Dankeschön. Ach, von drei im Target. Ach so, gut, ne? Das geht ja noch. Ja, ja, ja. Solange es nur drei sind. Ja, ja, ich drehe mal ein bisschen ab und. Ja, drei ist ja nichts. Ist ja. Pillepalle, ne? So, ich habe da was für dich, liebe Scharnhorst. War daneben. Jetzt beschleunige ich wieder. Immer das Gleiche. Jetzt drehen wir mal schnell ab. Breitseite, das war doof, doof und noch dümmer.
Ja, ich hab's ja begriffen, dass ihr mich nicht mögt. Habe es ja begriffen. Wie sieht's bei dir aus? Ganz gut bis jetzt. Echt? Ich scheine gerade nicht so beliebt zu sein. Ich habe so ein bisschen Ruhe hier gerade. Ich nicht so ganz. Ich kann auch gerade nicht wirklich gut reparieren, deswegen bin ich mal gerade so ein bisschen auf Abstand und versuche den 45-Grad-Winkel beizubehalten. Zu den anderen Schiffen. Bis ich wieder einmal reparieren kann. Ja, gute Idee. Ich glaube, die mögen mich auch nicht dahin. So. Die haben, glaube ich, gerade ihren Assist auf mich entdeckt oder so. Zong! Ich glaube, das war ein ganz guter Treffer. Oh je. Genau, schieß doch mal auf mich. Jetzt drehe ich ab. Ah, drum. Boah, ich bin von 4 im Target. Ja, irgendwo erkenne ich das. Nix. Allerdings hatte ich auch so 3 bis 5 Treffer mehr aus wie du, deswegen habe ich das jetzt nicht so als schlimm erachtet. So, einmal die Bad Johnny. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen, auch nicht schlecht. Aber die andere Bad Johnny, die trifft da irgendwie besser. Oh, Torpedos sind auch auf dem Weg. Ich glaube, die ist jetzt Geschichte, oder? Nochmal drauf schießen, gucken, was es bringt. Bremsen, noch mehr bremsen. Oh je. Jetzt ist Feierabend mit dem Draufschießen. Die ist weg. Ich wollte gerne auch noch mal so ein bisschen drauf schießen. Okay. Ich komm dich da mal. Nein, bist du? Da musst du tauchen. Das ist doof. Tauchen? Ne, tauchen ist blöd. Das will ich nicht. Tauchen mag ich nicht. Ich habe gerade noch. Ich weiß nicht, was es war. Irgendein Schlachter habe ich gerade mal runtergezogen. Mach mal eben die Cleveland ein bisschen mit klein hier. Die Cleveland. Cleveland. Komm, lad nach. Komm. Feini nachladen. Fein gemacht. Haha, das war super. Und weg ist sie. Unser Sieg ist in Sicht. So, dann hätten wir noch im Angebot eine New Mexico. Hallo New Mexico. Da sind wir. Also ich wäre jetzt für schnell nachladen. Komm, zügigst nachladen, bitte. Was hat der denn da? Selbst aufopfern oder was? Sieht kann ich so gleich aus. Nicht mehr auf die New Mexico schießen, weil die zu nah dran ist. Ah ne, doch, jetzt geht's wieder. Schießen und weg vom Fenster. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Ja,
Kiste einmal durchgezogen. Ich sag mal, gib mir irgend so was Filigranes, ja, wo ich mit Fingerspitzengefühl arbeiten muss, ne? Ja, scheiße ist. Aber gib mir einen Vorschlag, Hammer, ne? Damit klappt's. Ich bin zwar ziemlich weit unten angesiedelt, aber ich hab's überlebt, immerhin. Ich wollte gerade sagen, das ist schon was. Jo, denke ich ja. Und du hast 2 Tage auf der Uhr. Ja gut, immerhin. Immerhin, aber jetzt wollen wir uns mal nicht zu doll auf die Schulter klopfen. So, jetzt kann ich mal gucken, wie die Tarnung hieß. Die Tarnung heißt... Nee, so heißt sie nicht. Die Tarnung heißt... da ist... frostige Tanne. Ey, die ist aber gut. 125% im Gefecht verdiente Captain's EP. 50% freie. Minus 3 Erkennbarkeit zur See, maximal Streuung der Granaten, das kennen wir ja. Und nochmal 100% im Gefecht verdiente. Und ich kann noch eine Flagge setzen. Weißt du, was das heißt? Erzähl. Das heißt, ich werde noch eine Flagge setzen. Achso. Hieß die Flagge? Hieß mal eine Flagge. Die da würde mir gefallen. Captain's EP, Gefecht, freie EP und... Ja, das ist doch super. Die Hydra wird gesetzt jetzt. Die kann 150% im Gefecht verdiente Captain's EP, 250 freie und also Prozent freie und 50% normale EP hat. Da geht was. ich würde dann nochmal mit der ins Gefecht gehen wollen. Ja, dann lass uns das nochmal wiederholen. Um dann noch so ein bisschen weiterzukommen mit. Achso, nochmal dieselbe Konstellation. Ja, ich komme mit dem Ding ganz gut zurecht. Mit dem vielleicht nicht sofort erste Reihe fahren oder so. Also Second Line reicht auch. Könnt ihr helfen? Ja, so Second Line, aber dann ohne Torpedos. Oder wenn im großen Bogen. Könnte helfen. Wenn man nicht als Watzfeld seine ersten Reihe steht. Sind die eigentlich nicht auf die Idee gekommen, an die Bordflugzeuge von dieser Art von Schiffen einfach mal Torpedos dran zu hängen? Vielleicht, weil es das nicht gab. Gab es bestimmt, aber... Also, nein, es gab Torpedos und es gab Bordflugzeuge. Aber ich nehme mal an, dass die wahrscheinlich zu schwer waren. Weil diese Flugzeuge, die da von gestartet sind, die waren ja eigentlich, das waren ja so ultraleichte Dinger. Ja, so kleine Katapultflugzeuge. Kleine Aufklärer, genau. Ja, schon mal gesehen, die konnten ja auch nichts, die haben auch nichts ausgehalten oder so. Wenn die einen Maschinengewehr an Bord hatten, dann war das auch schon viel. Ja. Ja. Guck mal, jetzt können wir eroberungsmäßig AC/DC machen. Wobei uns hier schon gehört. Hätten Sie noch A und D. Ich zähle exakt 2 Zerstörer und keinen Flugzeugträger. Was ist da heute los? Das ist geil, oder? Welch Ruhe. Das ist wie im Affenland. Ach nee, Schlafenland hieß. Schlafenland. Mal gespannt, ob wir auch heute hauptberufliche Speisefische treffen. Och nö! Da habe ich ja was erzählt. Mann. Ach, nee. Die Prophylaxe.
Das hast du falsch verstanden. Die Prophylaxe sind eben keine hauptberuflichen Speisefische. Eine. Nicht eine. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, im Meer irgendwas zu treffen, wenn man auf das Wasser schießt? Probier's aus. Immer drauf. Wurde von 1 entdeckt. Wahnsinn. Yeah. Schieß mal einfach fleißig auf B. Meine Patronen können schon mal so ein bisschen was erobern da hinten. Ach, da gibt es eine York. Ja? Eine York, die dringender Zuwendung bedarf. Moment. Oder sehe ich sogar was, was noch mehr Zuwendung bedarf und noch viel schneller und wichtiger und überhaupt und schade hinterm Berg. Schade. Ach, Katja, die wird gerammt. Die was? Die wird gerammt. Gerammt? Durch den Berg durch. Der Sieger. Einmal auf die Happy Hippo. Ja, 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 ja. Das war eine Delle, eine Zitadelle. Das war eine ziemlich. Ja. Viel Spaß damit. Ein Treffer. War nix. Nee, los, das können wir besser. Absolut. Aber nicht aus der Distanz. Oh, New York ist wieder da. Juha, New York. Getroffen. Echt jetzt? Ich glaube, ich habe dran vorbeigeschossen. Ja, ich habe hinter das Heck geschossen. War etwas zu. Ich habe sie etwas langsamer eingeschätzt, als sie denn war. Sie dreht nach hinten ab, das ist auch okay. Das kann man noch so berechnen. Ah, sie schlängert sich so durch. Okay. Dann viel Spaß damit. Verdammt. Verdammt ist der gut im Ausweichen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier die Kurve kriegen. Ich mache gerade ein ziemlich knappes Wendemanöver. Der warnt mich immer noch hier. Achtung, Insel, Insel! Ich sehe die Insel doch, du Napp. So, alles gut. Na, besser einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig, ne? Nagato. Oh, die wird auch gerade etwas unter Beschuss genommen. Das finde ich gut. So. Das müsste eigentlich passen. Oh, ein Treffer trotz Abdreher. Wie sieht's bei dir aus? Oh, ich verteile gerade hier. Das ist gut. Besser verteilen wie aus, wie einstecken. Ist eigentlich der Zerstörer da weg? Nee, der lebt immer noch, nee. Ne? Nee. Der hat sich verkrümmelt. Nach irgendwo hin. Schade. Hatte ihm einen schnellen, eine schnelle Teichbodenerkundung gewünscht.
Eine Expedition ins Unterwasser. Na. Na, da komme ich jetzt gar nicht mehr dran. Na gut, dann. Ah, die beiden sind links. Ja. Auf doch sehr, sehr großer Distanz. Also da passiert nicht viel. Ja, für uns keinerlei Gefahr. Im Moment nicht. Die einzige Gefahr, die halt herrscht, ist, dass die halt gleich wahrscheinlich C einnehmen noch und wir dann punktetechnisch wieder ins Miese gehen. Ja, wir haben auch schon mehr Schiffe verloren wie unser lieber Gegner, deswegen ist das. Aber nicht unser so Team gut. Ist beisammen. Hm? Unser Team steht in der Gruppe zusammen, das ist schon mal nicht schlecht. Kann ich auf Kurs bleiben oder soll ich über ausweichen? Du kommst da so. Ja, das klappt. Ich komme noch um den Berg rum. Na denn? Oh, ist gut. Kommst du um den Berg rum? Dachte ich eigentlich. Aber passt doch. Ja, stimmt. Gut. Haut hin. Radio ist gut berechnet. Jo, würde ich auch so sagen. Der Kurvenradius passt. Geh nach links. Ja. Leicht. Damit ich hier vorne vor der Insel ankomme. Die andere Richtung würde ich nämlich die Nagato jetzt aus dem Target verlieren und ich möchte die doch gerne noch ein bisschen beschießen. So. Na jetzt aber. Wird da jetzt mal wenigstens einer von treffen? Da gibt's doch gar nicht. Na also. Hätte ich mal vier gesagt. Ich mal viel gesagt, meine Güte. Das gegnerische Team steht kurz vor. Was? Nehmen wir gerne. Ein Kreuzer weniger. Die Nagato repariert gerade. Hm. Aber sie kann nicht ewig reparieren und jetzt brennt sie, das ist gut. Und noch ein Zieltreffer, ein leckerer Zieltreffer. Und der hat tatsächlich Schaden gemacht. Jetzt brennt sie aus, würde ich sagen. Ne, ihr habt gelöscht. Ihr habt gewartet bis zur letzten Sekunde und hat gelöscht, okay? Schauen wir mal, was er dazu sagt. Nicht gefallen, aber sie ist noch oben. Jetzt ist sie weg vom Fenster. Na komm, mach weg das Ding. Noch 185 Trefferpunkte, da wird da wohl was gehen. Also, Mann. Oh, nicht wahr sein hier. Alter. So, der nächste im Reigen, würde ich sagen. Die Bismarck. Oder sagen die Bielefeld, wie kam ich da drauf? Ja, ich habe jetzt die King Georgi im Target. King Georgi? 60.000 leckere Treffer. Jo. So, da parken gerade ein paar Torpedos drin. Das heißt, die Bismarck ist jetzt auch gleich auch Geschichte. Gut. Also, geht denn das?
komme aber auch nicht wirklich nah ran irgendwie, ne? So dass ich mal meine Sekundärgeschütze ausspielen kann. Ah, der ist jetzt gleich Geschichte. Ich war es mal wieder nicht. Ich war mal wieder eine Viertelflugsekunde, Geschützflugsekunde zu langsam. Ja, was soll ich dazu sagen? Passiert immer wieder. Ja. So, in diesem Sinne, genau. Also, wenn ich jetzt mal so schaue, würde ich sagen, da vorne weilt noch eine Colorado ihrer Versenkung, oder? Der möchte doch bestimmt auch mal gucken, wie es unten aussieht. So, wenn wir jetzt einfach mal voll reinlaufen. Entdeckt von 1. Im Target von 1 und nicht mehr im Target. Je später das Gefecht ist, umso weniger schießen sie auf dich, wenn du noch volles Leben hast. Das ist irgendwie sehr kurios. Weil dann wollen sie die schnelle Asche machen und wollen, dass du schnell unter. Wollen irgendwie einen, der schnell unter Wasser ist. Ja. Links von Dishonored Colorado, siehst du die? Ja, die habe ich gerade im Teil. Achso, ja, die habe ich auch noch. Die ballert gerade auf mich her. Kannst du ja nur sagen, weil. Da ist eigentlich ein Inselchen im Weg. Nicht, dass dir die irgendwie entgangen ist oder so. Ja, nicht so richtig. Ich finde sie sehr unbequem gerade. Ja. Dann weißt du, wo es herkommt. Aber jetzt kriege ich es von 2 Nagatos hier. Aus dem tiefsten Haribo-Pool. Kommt das. Hey, eine Tüte Haribo. Auf geht's. So. Jetzt haut die auch noch ab. Bleib hier, du feiges etwas, du. Komm mal ran hier. Komm mal auf unter 8, hör mal. Komm doch mal auf unter 8. Ich möchte doch meinen Sekundären auch noch was gönnen. Komm, ich krieg dich. Er schießt auf mich, er schießt auf mich, Hilfe! Ich habe nur noch 3 Schiffe hier, ne? Yep. Tendenz abnimmt. Ich würde ich sagen. 20 Sekunden zum Retten. Was schießt die jetzt? Weißt du selber nicht, okay? Die Colorado will mich haben, kann das sein? Ich weiß nicht, was die hier gerade haben will. Die schießt irgendwie. Ach, die schießt auf dich? Natürlich. Ja, dann bleib mal so ein bisschen auf Distance, weil ich bin da jetzt gleich. Ich bin in Sekundärreichweite. Ich habe nur noch nicht den richtigen Winkel für Sekundärgeschütze. Jetzt hat sie dich hier drauf. Das ist okay. Das soll sie ja auch, weil sie soll dich mal schön in Ruhe lassen. Ich gehe rechts um die Insel und dann halte ich mit drauf. Ja, ich habe mich jetzt leicht nach links gedreht, damit meine Sekundären, die ja seitlich sitzen, eine Chance haben, drauf zu schießen. Außerdem dreht sie auch nach links. Das finde ich jetzt gerade sehr passend. Ja, ich sehe es gerade. Finde ich super passend. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Hey, da geht der so muss das sein, ja. Da kannst du zugucken, wie die runtergeht. Ja, natürlich. Wie kriegt er jetzt auch einen Sekundärtreffer nach dem anderen? 12, 13, gleich. Die machen ja auch Schaden, so ist ja nicht. So, jetzt drehe ich quer. Bin an Insel vorbei. Jetzt kommen die Hecktürme noch. Ich
vom Sachtnacht. Ich würde jetzt meine Sekundären den Rest machen lassen. Könnte ich. Aber warum? Macht doch anders viel mehr Spaß. Ich glaube aber, versenken werden meine Sekundären. Die Hauptgeschütze sind so schnell nicht wieder ready. Und? Gute Nacht. Sehr schön. Ja. Nahkampf-Experte. Schön. So muss das sein. Schön. Liebe es. Ich liebe es. I love it. Yes. So, was haben wir noch? Einen haben wir noch. Wo ist das? Genau, du kannst den noch eben A einnehmen und vorbeifahren. Ja, ich bin gerade am Drehen, ich sehe es. Ja. Wo das Schiffchen sich versteckt hat, weiß ich zwar nicht, aber... Ja, wahrscheinlich zu weit weg für uns, gehe ich von aus. Ich laufe noch mit den A rein, vielleicht schaffe ich es noch ein bisschen Zeit. Ja, das Schöne ist, das geht dann auch schneller, dann kriegen wir noch eine Eroberung mit auf die Uhr. Auch wenn es jetzt nicht mehr wirklich nötig ist, wahrscheinlich. Aber es ist immer noch besser, richtig. Bevor der Gegner jetzt doch noch aufholt. Ist ganz dahin 18 Kilometer. Da komme ich doch ran. Warum? 18, 20. Ich dachte, King Georg. Komm da ran. Echt? Drauf? Da komme ich da dran. Ich habe doch 19,5. Da können wir noch ein bisschen drum rumschießen. Im Ding. Oh, wir beiden sind die Letzten. Boom! Und der Gegner führt. Ja, der war doch. Der Gegner führt. Oh, was hast du denn da gemacht? Getroffen. Alter Schwede, was war das denn? Eine Dreifach-Zitadelle? Nö. Einfach nur getroffen, günstig getroffen. Zitadelle habe ich vorhin einmal gemacht. Das war jetzt einfach nur gut getroffen. So. Ja, beschert der. Wir sind die einzigen beiden, die über sind. Yep. Boah, okay. Ja, gute Punkte. Das war nett. Das war nett. Doch. Doch, doch. Schönes Gefecht gewesen. Das war jetzt endlich mal so ein richtiges, ja, Bilderbuchgefecht würde ich nicht sagen, aber... Ja, aber es hat Spaß gemacht. Knapp. Verdammt knapp. haben wir abgeschossen? Wintermysterium? Verursachen sie 50.000 TP Schaden. Oh. Die da. Ab zum Hafen. Bin schon da. Echt? Mhm. Oh. Und wie ist da so? Langweilig. Ich habe gerade noch gar nicht geschaut. Die De Grasse. Ne, das war ein Sieg. Das hat auch mal ordentlich Punkte gegeben, sehe ich gerade. Aber zweiter von unten finde ich jetzt keinen erstrebenswerten Rang. Okay. So, ja, ich würde sagen, auch wenn es jetzt gut lief mit der Schanos, sage ich schon, mit der was habe ich denn hier? Temporäres Alzheimer habe ich. Okay, ja, auch wenn das mit der Gneise noch jetzt gut lief, ich habe da auch noch so ein paar andere Schiffe. Ja, schlag mal vor. Da müssen wir wieder in einen Rang kommen, oder? Ach so. MTXD, ja, zum Gruße. Besser als ganz unten, schreibst du? Naja. Da hast du recht, ja. Also, ich würde gern Schlachtschiff spielen, aber pass auf, du hast doch bestimmt auch was im Fünfer, ne?
5. Ja, mein Königsberger Klops hätte ich da. Also ich würde dann gerne mal die Texas-Titer führen hier, sozusagen. Ich würde auch gerne mal zeigen, dass die amerikanischen Schiffe auch was können. Ein Ami? Ja. Okay. Texas. Pass mal auf, dann komme ich mit dem... Mit einem schlecht gesockelten Commander. Gerade mal ein Lieutenant Commander. Ich habe noch so einen bunten Flutsekus hier. Da muss ich seine Spuren noch verdienen hier. Okay. Ach, ja, die Aruna, ja super. Mal leuchtet, ja, auf geht's, würde ich sagen. Den Leuchtekeksi. Aufgrund mit ihnen. Nein. Liebe diese dezente Tarnung. Hm? Was du Tarnung nennst, nennen die woanders Feuerwerk. Ja, im nächsten Leben wird's ein Leuchtturm. Ja. Leuchtturm, da war doch was. Ah, schön. Schade, dass ich den jetzt nirgendwo hier auf dem PC liegen habe, sonst hätte ich den mal irgendwie eingespielt. Von wegen der amerikanischen Flotte, die angewiesen werden, abzudrehen. Und das partout nicht wollen. Und immer sagen, der andere soll abdrehen, der am Funk ist. Ja, um dann damit angeben, was sie doch für eine tolle Flotte haben. Und dass der andere doch jetzt abdrehen muss. Und dann, warte mal, wie war die Antwort des anderen? Wir sind Leuchtturm irgendwie A38 auf der Küste Galiciens. Wir legen Yvonne nochmals nahelegen, ihren Kurs zu ändern, weil sie sonst an den Küstenfelsen zerschellen werden. Wir als Leuchtturm können so schlecht abdrehen. Irgendwie so. Ich fand den gut. Also muss man sich einfach mal zu Gemüte führen, wenn man den irgendwo findet. Ist einfach genial. Auch genial vorgetragen. Ja. Dann nicht geschaut. Boah. Also was wir vorhin nicht am Flugzeugträger hatten, haben sie jetzt alle reingeschmissen hier, ne? Jo. Nachholbedarf. Ich glaube auch. Ah. Ah, noch einer. Links, das ist meine Güte. Von Leuchtkeksen umgeben hier. Ja, zwei Stück. Eine rechts, eine links. Guck mal. Du wirst völlig flankiert. Alter. Ja, schön. Da sehen sie mich wenigstens nicht. Die Dinger waren heute im Angebot. Moment, meinst du? Nee, nein. Ich glaube auch. Ja, so als die verteilt wurden, da... Was war das denn? Boah, da lass das Haus stehen. Hier geht was ab. Waren gerade ein paar Einschläge. Ich glaube, irgendeine hat hier gerade World of Tanks oder so. Live im Wohnzimmer. Krass. Schade. Bitte oben. Bitte bleiben Sie ruhig und vor allem oben. Wünsche ich mir von meinen Nachbarn über mir. Ah, ja. So, vor uns taucht ein bisschen was auf. Ich würde auch sagen, vor uns sind ungefähr die Flugzeugträger. Ich werde deswegen jetzt mal nach links abdrehen. Ja, ich bin dabei. Ich muss jetzt nicht unbedingt in die, die Aufklärer reinfliegen. So. Sind die Türme natürlich in der falschen Richtung, aber... Die drehen bei der Texas recht schnell, finde ich. Also gegenüber manch anderen Schiffen, die ich hier so habe, geht das eigentlich. Um es mal so zu sagen, wenn ich bei der König neu... Oh,
Ja, alles klar. Dann mach's gut, MTXD, und hab einen schönen Abend und viel Spaß. Danke, dass du da warst. Habe ich frohes Neues gesagt? Habe ich gar nicht, ne? Ja, frohes Neues. Solange das Jahr noch neu ist, kann man sich ja ruhig mal wünschen, ne? Ja, ist was dann. Ja, alt wird's von alleine, das Jahr, meine ich. jo. Komm ich da nicht dran? Das war doof. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, das ist bei König Albert mehr Sinn hat, das ganze Schiff zu drehen, als die Türme zu drehen. Ja, es gibt so Kandidaten, ne? Ich schaffe eine 180-Grad-Wende in, glaube 22 Sekunden, und die Türme brauchen irgendwie 27 Sekunden. Ja gut, braucht man nicht überlegen. Ja, nicht wahr? Ja, wie das mit der Texas aussieht, weiß ich allerdings noch nicht so ganz. Oh, ist die langsam. Ist die lahm, ey. Ah, jetzt aber eine Vorhalteberechnete. Abdrehen. Lass uns doch mal die Türmchen. Stimmt, jetzt habe ich zu wenig Vorhalt berechnet. Ach, die war noch am Beschleunigen. Mich. Die hat ausgebremst, hat die auch nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Okay. Na toll, nicht ein Treffer. Ein Flugzeug habe ich abgeschossen. Ein ganzes. Hammer. Aber irgendwie ist die Perspektive bei dem Schiff doof. Wenn du bei der Texas zurückgehst, dann landest du immer hinterm Schiff mit der Kamera. Die scheint wohl keinen Ausguck zu haben. AGZ. Komm hin, komm raus hinter deinem Berg. Da ist er. Da ist er. Ich wollte auch mal was treffen. Mal abdrehen. Oh ja. So rum. Na, irgendwie weiß ich auch nicht. Was haben wir denn da Schönes? Ah, guck mal. Mal bremsen. Ach, was machst du denn hier? Ah, folge meinem Geschütz. Weit geflogen, okay. Die ganze Flotte. Weg hier! Nix hier raus hier. Boah. Wir machen Damage. Damage machen sie. Uns noch einer ohne Fahrschein. So, jetzt aber. Mal reparieren.
also Brand löschen. Und in, ach, in 1 Minute 20 kann ich es wieder reparieren, okay. Der ist der Meinung, dass Rückwärtsfahren eine gute Idee ist. Ja, generell hat er da recht. Kann man gut mit ausweichen, glaube ich, ne? Und ich will es nicht beschreien, aber er hat es geschafft, so auszuweichen. Das gibt es noch gar nicht. Oh, wie sieht denn mein Schiff aus? Wow. Das braucht dringend einen neuen Anstrich. Uiuiuiui. Darf ich an Bord kommen? Immer. Ja, meins hat so leichten Korrosionsschaden. Meins auch. Immer mit der Kamera nah ran, du. Das ist ein Skelett. Ja, ne, sieht krass aus, finde ich. Wenn man das so sieht, ist es immer fraglich, wie sie schafft, nach oben zu sein, aber gut. Es gibt auf jeden Fall für die Jungs im Trockendock doch viel zu tun. Ich weiß, die Reling hält es zusammen. Ah, die war es, die Reling war es, genau, richtig. So, jetzt aber, komm, mach das Ding da weg. So nicht. Oh, welch das Teil. Doch nicht. Aber. Hm. Na gut. Das findet er wohl witzig, wa? Aber ich glaube, jetzt ist er Geschichte. Ja. Da schwimmen gerade ein paar Torpedos auf ihn zu. Na super. Einer weniger. Jo. Immerhin. Immerhin. An die anderen komme ich nicht dran. Das ist natürlich wieder so eine Sache jetzt. Mal zurückscrollen. So. Wo siehst du nämlich bei der hier nicht viel? Ah, ich kann reparieren. Das sollte ich dann noch tun. Das wirkt irgendwie stark gesundheitsfördernd. So. Die Guido Cesare. Ne, Julio Cesare heißt die, ne? Ja. Genau. So. Gucken, nichts im Weg, schön. Komm, lad nach. Nachladen, nachladen, aber fleißig nachladen. Die dreht wieder ab. Finde ich gut. So. Dann ist die Geschichte jetzt. Es hat nicht überstanden. Habe ich nicht so gut getracht. Die repariert gegen, deswegen. Ja. Man merkt es gerade, die repariert gerade gegen. Das ist natürlich dann klar. Das ist auch die einzige Chance, die sie hat, gegen reparieren. Sieht unsere Flotte aus, ey. Sehr übersichtlich. Sehe ich gerade. Eben so ein bisschen hier. Ein bisschen ausgleichen das Ganze. Die wollen unsere Flagge, glaube ich. Oder auch nicht, die wollen es einfach nur versenken, ne? Ich glaube auch, ja. Aber das schlägt sich ja echt gut. Ja, was soll ich sagen? Habe ich eine Wahl?
Ist ja nicht so, dass die mal kurz aufhören würden zu ballern, nur weil ich, ne? Kannst du nicht ein kurzes Friedensabkommen schließen? Friedensabkommen, ja. Wie soll das aussehen? Ich sag einfach, ihr habt verloren, hört auf. Achso. Ihr habt eh keine Chance. Du meinst, ich soll sie demotivieren? Ja, das kriege ich hin, warte mal. Macht man aber so rum. So macht man das. So, dann so. Und dann demotiviert man auf diese Weise. So. Der still auf der Stelle? Der steht, glaube ich, auf der Stelle mal nicht. Der ist weg. Hallo? War noch einer? Oh! Ja, nee, ist klar! Ja, ist. Auch das nicht hier, ne? Naja. Als auch nichts anderes zu erwarten, wenn man es von allen Seiten kriegt, ne? So ein großer Rauchberg hier, meine Güte. Ja, von allen Seiten kannst du nicht anders sagen. Also das Match ist gleich vorbei, würde ich sagen. Wir haben noch einen Zerstörer, der den Gegnern geholfen hat, wie es aussieht. Mhm. Zumindest irgendwann mal. Deswegen ist er auch schon fast rot. Und zwei Flugzeugträger. Aber die sind beide an einer Stelle. Ja, wobei das ja gar nicht so dumm ist, ne? Die verstecken sich beide hinter der Insel, also das hat was. Das hat irgendwie was, finde ich. Yeah, geil. Was hat der eine für einen Namen? Sechs Leichen? Ich fliege mal gerade ein bisschen Flugzeug mit. Das macht auch Spaß. Hm. Bin ich auch. Landen sie? Ah, ich bin auf den Flugzeugen von der Hosho zurzeit. Okay, auf dem, ja. So, und wieder oben. Ein einzelnes Torpedoflugzeug ist noch unterwegs. Nicht Richtung New York. War wirklich nur noch eins. Ich glaube, er hat nichts mehr. Nee. Doch, da geht noch was hoch. Echt? Mhm. Ja, das ist die zweite Staffel, ne? Die lebt noch. Ja, dann bin ich doch mal gespannt, was er jetzt mit der New York macht. Ob er den Winkel richtig kriegt. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, meine Güte. Was war das? Vorbeigegangen. Hinterm Heck her. Echt? Ja. Bei mir hat er das Schiff gekreuzt, in meiner Perspektive. Definitiv gekreuzt. Okay. Ich hätte es als ganz klaren Treffer gewertet. Sehr eigenartig. Jui. Das war ein lustiger Grafikfehler. Ach so, das eine ist Geschichte. Die wissen nicht mehr wohin. Die drehen sich jetzt hier im Kreis. Ja, ich glaube, dieses Match ist dann vorbei. Ja, vorbei. Unser Zerstörer versucht ja noch, der gegnerische Base zu holen. Da bin ich jetzt auch gerade mal dran. In der Hoffnung, dass er das nämlich schafft. Da haben die nämlich jetzt mal nicht drauf aufgepasst. Die sind sehr weit weg. Alle. Der nächste ist 16,017 und das hinterm Berg.
aber die Flugzeuge. Das Einzige, was jetzt noch eine Chance hätte, ihn zu stoppen, wäre ein Flugzeug. Ja. Und da kommt auch schon eins. Zum Aufklären, ne? Ne, Torpedo. 6,3. 7,2. Das sind zwei Stück, zweimal mit Torpedoladung. Zwei Staffeln. Kommen. Nein, ja, gut, die hatten ihn jetzt sowieso schon entdeckt. Die waren auf 2,3 dran. Ja, okay. Auf die Distance ist oder auch egal. Also, das hat dann jetzt leider wieder ein bisschen. Das war ein Bomber, waren das. Oh. Das wird knapp. Das wird verdammt knapp, wird das. An deiner Stelle würde bremsen, mein Freund. Mach er doch. In der Insel. Ja, hat an der Insel gebremst. Stimmt. Das Gute ist, dass der Flugzeugträger hinter ihm keinerlei Bordgeschütze hat, die er jetzt ausrichten könnte. Er hat wirklich nur die Flugzeuge. Nee, das Schlechte ist, er ist gleich hier mit drin und. Er hat auch eine Sekundäre, der Träger. In der Zunge. Das stimmt wohl, ja. Aber er weicht nicht sonderlich gut aus und wir hätten hier noch so ein paar Torpedos im Angebot. Da hat der Zerstörer ja so 3-4 Stück von. Hey, das wird eine richtig knappe Nummer, ne? Das ist richtig spannend gerade. Mhm. Aber so richtig spannend. Oh. Mit dem Flugzeugträger den Torpedos ausgewichen. Nee, ne? Ja, jetzt, jetzt kommen die Hauptgeschütze von der Oktoberrevolution. Revolution. Das ist Revolution. Ja. Und nochmal Torpedos. Aber wieder ausweichen kann. Na, ist das eng. Nicht weiter drehen, nicht weiter drehen. Ah! Boah, ist das eng. Aber nicht aus der Base raus. Oh. Verflixt. Ja. Der macht's jetzt alle fertig, komm. Ah, ja, nach Punkten verloren. Würde ich sagen. Sehr knapp. Ah, verdammt knapp. Verdammt knapp das Ganze. Sehr schade, aber. Ey, das war ja richtig spannend jetzt zum Schluss. Richtig geil. Doch. Fein war das. Hat schon Spaß gemacht. Sehe ich auch so. Gibt es noch irgendwas, was wir nachgucken müssen? Gneisenau war. Da sind wir ja direkt bis zum Ende gegangen, ne? Sind wir besogen? Richtig, ja. Nee, das sind wir nicht gesehen. Das haben wir durchgezogen. Das war das, wo wir beide übergeblieben sind. Okay. Gut. Ja. So, ich werde mich in Anbetracht der Uhrzeit heute Abend an dieser Stelle abmelden. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es gerade ist. Ist ja noch früh. Ist ja noch. Gut, dann wünsche ich dir einen wundervollen Abend. Danke, dass du da warst und eine angenehme Nachtruhe. Danke, ich wünsche noch einen schönen Abend und hab noch ein bisschen Spaß. Merci. Ciao. Mach's gut, Sanko. So, weiter geht's hier im Text. Ich werde jetzt auf die Scharnhorst umschwenken, denn die hat ja auch noch ordentlich Punkte. Ich weiß zwar gar nicht, warum ich jetzt so eine Division offen habe. Ist ja eigentlich Quatsch, ne? Können wir auch mal dicht machen, das Ding. Aber die mal zu. Momentan ist ja keiner da, der damit einsteigen möchte. Dann machen wir mal so Gas. Mit der Scharnhorst ins Gefecht. Auf geht's. Mhm.
Da geht noch was. Wenn ich mir das so angucke, ne? 11 Zerstörer, 15 Kreuzer, 4 Flugzeuge, aber 250 Schlachtschiffe. In der Warteschleife. Ja, Wunder, dass das so lange dauert mit dem Schlachtschiff. Ist ja irre. Die sind voll irre, sind die. One minute. One minute to go. Ja. So, ich sag das, wir kündigen das mal eben an nochmal. Am Samstag. Samstag, genau. Um 14 Uhr gibt es das Event am Hexenkessel. Oder das Hexenkessel 2.0 sozusagen. Ich habe den ein wenig umgebaut, habe den ein wenig schöner. Ansonsten wird das Event ähnlich ablaufen wie bis jetzt, nur dass ich es nicht mehr als Minecraft, sondern als IRL tagge. Was es ja auch im Prinzip ist, ist es ja kein Minecraft-Spielen. Es findet zwar in der Minecraft-Welt statt, aber ansonsten ist es ja im Prinzip Kommunikation und ein Dankeschön an euch alle. So. Was haben wir? Ein Flugzeugträger, ganz viele Schlachtschiffe, ganz viele Kreuzer und so ein paar Kleckerzerstörer hier. Ja. Ah ne, wie gesagt, es gibt wieder eine Yeshio-TV-Tasse, gibt es wieder. Diesmal werde ich auch die Verlosung für das Giveaway den ganzen Stream laufen lassen. Also den ganzen, das ganze Event lang. Und nicht nur beim Feuerwerk zum Schluss. Ich denke mal, dass das fair ist und dass man einfach Anfang an mache und dann durchlaufen lasse. Ja, was haben wir Schönes? Gefechtsstation haben wir. Sehr schön. Wir haben direkt einen Sturm, das ist schon mal erstklassig. So, auch mal als erster was schreiben. Viel Glück und ruhige See. Juchi. Versuche mal mit meinem kleinen, schnellen Zerstörerschlachtschiff B1 zu nehmen. Es ist ein Schlachtschiff, ich weiß, aber ich spiele es ja meistens wie ein Zerstörer. Ich bin ja da so ein bisschen total bekloppt mit dem Scharnhorst. Ich werde jetzt einfach mal in die Richtung da fliegen. Fahren. Ich sag fliegen, weil ich die Flugzeuge sehe. Es sieht so aus, als wäre da kein anderes Schiff. Sonst wird da nämlich schon eins angezeigt werden. Doch, da ist er. Siehste wohl. Dann lass uns doch mal auf was schießen, wenn schon mal da ist, ne? So. Ein bisschen. Nix ist der schnell. Gut, lassen wir die T22 sein. Und kümmern uns ein bisschen um die Ida. Wenn ich da dran komme. Jo. Ist noch ein kleiner Verstörer im Reigen hier. Ein
Dahinter sind mehrere. Oh. Dahinter sind gleich mehrere. Das ist aber übelst. Übelst. So, die Gneisenau ist gefährlich, da werden wir uns erstmal drauf bollern. Ich werde mal zusehen, dass ich jetzt hier wegkomme. Sehr nette Deckung für mich. Nee, da war ich nicht mehr. Das sah nur so aus. Boah, verdammt. Volle Breitseite gekriegt. Feueralarm! Achtung, melde Zielposition. So, wo ist besser? Sieht er mich noch oder rät er nur, wo ich bin? Weil irgendwas kommt mir hier gerade komisch vor. Wenn ich das dann noch so zielgerichtet auf mich schießen kann, finde ich irgendwie so ein bisschen bedenklich. Jetzt davon halten. Ist denn unsere Flotte, die ist so alle? Die sind alle noch ganz hinten. Hey, was das? Würdest du das bitte mal sein lassen? Na komm. Dann drehe ich mal in die Richtung ab. So, ich war schon kämpfen und ihr? Alter. So. Eine Eroberung haben wir durch. Dann schauen wir mal. Was können wir denn hier noch? Auf was können wir denn hier noch so schießen? Hinterm Berg. Auch hinterm Berg. Also auf die Höhe. Jetzt. Was damit? Bremst der Sack. Glaubt das nicht. Verdammt, ey. Noch eine Gneisenau. Komm, ich helfe dir mal. Mal mit auf die York schießen. Ein bisschen abdrehen. Schönen Torpedos auf die York zu. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich werde aber trotzdem noch mal drauf schießen. Falls die Torpedos vorbeigehen, was sie sind, verdammt. Auch nicht mehr dran. Oh, da kommen Torpedos. Torps. Ach. Können ja gar nichts. Eine Bajoni. Ist auch nochmal. Und weg ist sie. Wiedersehen. Ja. Oh. Die Nagato macht Schaden. Ich kann nicht sagen, dass mir das gerade gefällt. Ich werde mal in die Richtung fahren, die da hinten mal so ein bisschen abfangen.
Ist ein Berg im Weg? Noch. Aber nicht mehr lange. Aber nicht mehr lange. Komm raus aus deinem Versteck, du. Zeitig verschwunden. Dazwischen. Hinter. Komm, die kriege ich. Oh. Ah, okay. Die haben es auf die Gneise noch abgesehen, okay? Also ist da noch irgendwo... Puh! Heißer Treffer, würde ich sagen. Sehr netter Treffer. Also will die sich da hinter der Insel verstecken? Das finde ich ja ganz kacke. Vielleicht kriege ich noch einen Zitadellentreffer hin oder so. Ne. Sollte machen, dass ich hier wegkomme. Feueralarm! Da weiter hinterher zu fahren ist keine gute Option. Cleveland ist das. Uiuiuiui. War ein Abpraller. Problem gelöst. So, daneben. Komm, ich gönn dir auch mal was. Ich kann das doch auch. Das mit dem Schaden. Ah, Reparatur. Jetzt war fleißig daneben geschossen. Also ich würde das echt geil finden, das Gefecht zu überleben, um es mal so zu sagen. Ist ein Berg im Weg, wirklich? Oder komme ich da drüber? Lass uns das mal ausprobieren. Nö. Nö. Hätte doch mal sein können. Man weiß es ja erst, wenn man es versucht. Manchmal ist das ja auch ein bisschen fehlerhaft mit der Anzeige. Nee. Kann ja mal sein. So, mal wieder wenden. Wo ist er? Da ist er. Oh, zu weit weg. Komm ich nicht dran. Oh! An den Kreuzer komme ich dran. Geil. Gucken, was der sich so zurechtfährt da hinten. Und nochmal. Ne? Also irgendwie ist da gerade schwer ranzukommen. Ah, ich glaube, der ist weg. Ja, der ist weg. Weg vom Fenster ist er. Oh, 20.9 ist noch eine Kamikaze.
Okay. Lass uns mal in die Richtung. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Sehe ich noch nicht, aber gut. Wenn er das schreibt, schreit. Schauen wir mal. Schieß immer zu weit. So, können bremsen, denn es ist kein gegnerischer Flugzeugträger mehr in Sicht. Das heißt, jetzt mal ganz dezent auf die Nagato ballern. Und treffen. Aha. Sehr geil, die ist weg. Zwei noch. Drei noch. Okay. Ja, nach Punkten gewonnen. Oh. Meine Güte. Nach Punkten gewonnen. Und ausnahmsweise mal mittelmäßig rausgekommen. Okay. Das gefällt doch schon mal. Dann gehen wir zurück zum Hafen. So. Zwei Kisten auszupacken. Wieso zwei? Zwei finde ich super. Jetzt bin ich gespannt. Drei Container. Okay. Na komm. Höchstgeschwindigkeit des Schiffes. Ja, die benutze ich ja meistens für die Zerstörer. Weil sich das ja da auch so ein bisschen lohnt. Ne? 5% von knapp 40 Knoten ist eine ganze Menge. Yeah! Boah! 5000 freie EP! 5000! Wie geil ist das denn? Geil ist das denn? Nochmal 5. Oh. Alter. Wie hammergeil ist das denn? Wow. Obergeil. Jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt muss ich mal im Forschungsbaum gucken. So, wir besitzen die Gneisenau und wir haben unten die Bismarck. Die Bismarck. Als nächstes. Inklusive der freien EP fehlen mir nur 26.000. Ja, wir kommen dem näher. Allerdings stehen da natürlich auch noch Kosten an für den Kauf. Und da sehe ich natürlich noch nicht so glücklich mehr. Bin ich natürlich noch nicht so glücklich mit. Denn das sind mit Sicherheit wird mit Sicherheit wesentlich mehr sein, als ich hier habe. So, da ist er. 11 Millionen. Ich habe gerade 6,6 wieder.
Liegt aber auch daran, dass ich jetzt halt diese Premium-Schiffe bekommen habe und die ausgerüstet habe. Aber gut. Aber gut. Wie geil ist das denn? Jetzt lass mich einmal ganz kurz bei Großbritannien reinschauen. Da. Ich mir die Hut leiste oder nicht? Den überlege ich mir noch. Den überlege ich mir noch sehr gut. Ob ich mir den hole? Das werden wir anderen Tags entscheiden. So. Ich möchte jetzt noch mal... meine Güte. Ich möchte jetzt noch einmal bitte einen Zerstörer spielen. Und zwar... Ich werde es nochmal mit Nidaliyang. Die spiele ich ganz gerne mit, aber die hat mir viel zu lange Ladezeiten. Ich hätte gern was, was schneller lädt und auch Spaß macht, und zwar die V170. Einmal mit der V170. Ich versuche es nochmal mit dem Skalpell. Mal gucken. Ich bin ja eigentlich mehr der Typ Vorschlaghammer, aber naja, gut. Versuchen wir es mal. Vielleicht klappt es ja. Soll schon Gefechte gegeben haben, wo ich einfach mal nicht gesunken bin. Teammitglieder! Ein Flugzeugträger dabei. Oh, eine Mengenopfer. Sehr geil. Gefechte, ich gehe schon mal rein. Ich werde mich direkt um B kümmern, weil ich auch schon in die Richtung gucke, nah dran bin. Ich gehe erstmal direkt Vollgas geben hier. Hätte der V170 auch mal ein paar Flaggen verpassen können. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug hätte. Los geht's! Direkt Volldampf voraus. Dankeschön. Ja, ja. Good luck, have fun all. Okay. So, ich mache gerade mal hier Volldampf in Richtung B. Alles, was der Turbo hergibt. Es gibt Schiffe. Soll Schiffe geben, die schneller sind, aber nee. Hier gibt es derzeit nichts Schnelleres. Ich sollte B zuerst erreichen. Zumindest nicht viel schneller. Was habe ich für eine Reiche? 6,3, okay. 6,3 ist in Ordnung. So, und dann geben wir der schon mal so ein bisschen. Die will die gar nicht durch, war die Kolberg? Nee, will die gar nicht. Aber die wollen hier durch. Wow, wie geil ist das denn? Komm her, du. Viel Spaß damit. Wir machen mal so ein bisschen Nebel hier, ne? Bisschen Nebel machen, bisschen bremsen. Dass ihr schön von meinem Bug schießt und dann 3, 2, 1. Rückwärtsgang. Maschinenboost deaktiviert. Hier bin ich. Hier bin ich, hier bin ich. Turteltäubchen. Das war nix.
Was für dich? Na schön. So. Erstmal löschen und weg hier. Ja, mein Nebel verzieht sich gerade nix wie raus aus dem Ganzen. Jetzt habe ich gleich hier stark verloren. So. Hinter mir. Direkt am Ballern wieder hier. Kleinen Säcke. Warum nur? Ja. Na gut. Na gut. Na gut. Hätte ja mal sein können. Mann. bin ich aber auch mitten reingerauscht. Irre wieder hier. So, was? Was war denn Chat? Na gut, Detonation schreibt er. Das heißt Gratulation. Mann. Das hat er falsch verstanden. Jetzt sehen wir ganz schön alt aus hier. Komm, nehmen wir noch eine V dabei. Dann nehmen wir noch die V25. Und diesmal oben bleiben. Bin ja manchmal sehr überschwänglich in dem, was ich tue. Mitten rein! Oh Mann. Man sollte es vielleicht ein bisschen dezenter versuchen. Also mit Anpirschen und in Deckung bleiben und so. Das ist ui. Eine Menge V25er hier. Das ist böse. Aber eigentlich auch wieder gut. Da weiß man direkt, worauf man sich einstellen muss. Ja, ja. So ist das. So nennen das. Auf ins Gefecht. So, diesmal werde ich mich da mal so links dran vorbeidrücken. Es gibt ja hier keine Gebiete zu erobern. Sondern vielleicht schaffe ich es ja, mich entsprechend mal dran vorbeizuschleichen. Und du bei deiner Wickes, ne, mich nicht versenken, schön sein lassen. Schön brav sein. Grünes Freund. Siehst du? Freund. Hier ist so ein Level, wo man es vielleicht noch mit Absicht machen könnte, ne? Einfach mal so, um Spaß zu haben. Einen zweiten Account erstellen, einen zweiten oder dritten und dann... Zumindest habe ich so den Eindruck manchmal, wenn ich das dann so sehe, wie manche dann auf die eigenen schießen. Weiß nicht, ob man irgendwann auch aus dem Spiel gebannt wird, wenn man das so häufig macht. Weiß es nicht. So, ich versuch's jetzt mal mit Trick. Ich rische mich jetzt mal hinten an. Thank you.
9, welche Richtung fährt der? Fährt in meine Richtung, 8,2, okay. Oh! Es ist noch einer! Ui, 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 ui. Ach, das gibt's doch gar nicht. Warum hab ich denn den nicht gesehen? Ich habe in die andere Richtung, falsche Richtung geguckt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Nee, ne? Oh, wie doof. Wie doof, echt. Gibt's doch gar nicht. Das ist dämlich. Also, Skalpell liegt mir nicht, wie man sieht. Sollen wir den Vorschlaghammer nehmen und eine Runde drehen? Ja, ne? Aber. Kaffeekanne weg. Komm, wir nehmen nochmal den Vorschlaghammer. Die Zerstörer, die landen bei mir immer so schnell auf Grund. Nehmen wir nochmal die Gneise noch. Da brauche ich eh noch Punkte drauf. Um dann mal irgendwann dann doch mal die Bismarck kaufen zu können, dann können wir noch mal mit der Gneise noch eine Runde drehen. Hm? Hm. Nun aber, es ist echt interessant zu sehen, wie viele Schlachtschiffe unterwegs sind. Alleine bei der Auslosung hier immer über 200 Schlachtschiffe und von Kreuzern, Zerstörern, Flugzeugträger eigentlich kaum mit dabei. Ne? Mal so der eine oder andere. Wenn das da hinkommt, haben wir gleich keinen Flugzeugträger drin. Was ich gut fände. Einziger Nachteil ist natürlich, es dauert immer so ungefähr eine Minute, bis man im Gefecht ist. Oder ins Gefecht kommt. Aber diese ist ja gleich um. Ja, das waren heute auf jeden Fall, also die letzten beiden Runden mit den Zerstörern, die waren noch nicht mal denkwürdig. Die waren eigentlich nicht. Die waren mal gar nicht. Joi. Jetzt dauert so. Kennt man so gar nicht. Na? Wenn's mal wieder länger dauert, trink den Kaffee. Sorry, trink den Kaffee. Das andere Teil aus der Werbung bin ich dabei. Habe ich nicht hier, wollte ich sagen. So, Independence. Ein Flugzeugträger muss ja dabei sein jetzt. Na gut. Er darf. So, Map auf. Gucken. Ich darf mal raten. Gefechtsstation. Die meisten großen Schiffe sind rechts. Das heißt, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich. Falsch, ich hätte falsch geraten. Ich hätte jetzt gesagt, die drehen alle nach rechts ab. Ja, ich bin geradeaus. Die fahren nach rechts, die fahren nach links. Ich versuch's auch mal bei C, würde ich sagen. Die Entscheidung ist getroffen. Auf nach C.
Ja, dann Dankeschön. Ich finde die Texte immer so geil dazu, ne? Glück und ruhige Wasser. Statt Flüge und ruhige See. Und vielen Dank wird dann übersetzt mit ich schulde Ihnen was. Naja. Auf die Weise wird es nicht langweilig, ne? Wo kommen wir denn schon irgendwo dran? Ja, wir kommen. Wenn ich den jetzt mal sehen würde, da sind schon mal Torpedos unterwegs, aber richtig viele Torpedos. Uiuiuiui. Mit deinem Ding da. Der Wahnsinn. Noch mehr? Komm. Erstens habe ich auch Torpedos. Und zweitens habe ich auch eine sehr flexible... Oh. Da noch mal sehen. Da sind doch bestimmt noch ein paar Torpedos unterwegs, oder? Mal gucken, wo die auftauchen. So. Mit Sicherheit einen kleinen Moment brauchen, bis der hinter der Insel weg ist. Hoffe ich. Deswegen werde ich jetzt mal fleißig und ganz schnell abdrehen. Kommt schon mal ein Torpedo. Okay. Das war der eine. So. Und jetzt. Viel Spaß damit. Weil du kannst, kann ich auch. So, wieder beidrehen. Einmal schießen. Und weiter drehen. Ja. So. So, das ist gut. Doch nicht. Torpedos voraus. Wer zu übersehen, die Dinger. Passt schon. Das passt schon, wie man so schön sagt. So. Attacke. Die halten sich bewusst außer Reichweite. Na komm. Halten sich ganz bewusst außer Reichweite von meiner Sekundärbewaffnung. Ganz bewusst. Und gleich kommen wieder Torpedos auf mich zu.
lange dauern. Ein bisschen aufpassen jetzt. So, alles drauf. Direkt vor mir ist er. Direkt vor mir. Auf 7. So, komm mal näher. Ja, ist, oh je, 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 das sind aber eine Menge. Das sind aber eine ganze Menge. Okay. Macht nichts. So. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Problem gelöst. So. Wo ist die Torpedoschleuder? Komm! Wir müssen reden. So geht das nicht. Komm. Komm, komm, komm. Na, wo bist du? Wo bist du, Drecksack? Komm raus, wo immer du bist. Da ist er. Was ist das? Torpedos direkt jo. Voraus. Torpedos auf Backbord. Die dürfen auch gerne vorbeifahren, die Torpedos. Ne? Genau. So. So, guck mal, ich habe da auch sowas. Erstmal abdrehen. Genau drauf zu. Das ist die einzige Chance gegen die Torpedos. Torpedos direkt vor. Sag ich ja. Die einzige Chance ist es. Ja, 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 ist gut. Komm, ich muss wieder reparieren. Komm, komm, komm. Ah, verdammt, die sind zu eng. Ah, zu eng, da komme ich nicht zwischendurch. Ja, okay. Gut gespielt, Meister. Er hat es tatsächlich geschafft. Verflixt, verdammt. Ja, sehr schade, sehr schade. Ab zum Hafen mit uns. Das bringt ja so nichts, ne? Schön wäre es gewesen. So, jetzt müssen wir aber wenigstens noch einmal gucken, wie denn unsere anderen Niederlagen so ausgesehen haben. Und zwar da, einmal die V-170. Das Gefecht selbst ist ein Sieg geworden. Das ist schon mal geil. Denn das gibt mal richtig Punkte nochmal oben drauf. Und ich bin im Mittelbereich. So nicht erwartet. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Und dann hätten wir noch eines mit der V25 gehabt. Das Gefecht ist eine Niederlage geworden. Oh je. Da bin ich ja direkt zu Anfang gesunken. Das heißt, es ist eigentlich nicht der Rede wert. Helf mir mal auf die Sprünge. Wie geht das? Guck mal, zwei versenkt, drei versenkt, ein versenkt. Und die Wickes hat minus ein versenkt. Ist
das, wenn man einen eigenen, wenn man einen Teamkollegen versenkt? Dann steht das bestimmt da. Wird abgezogen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass ich ganz unten stehe. Na gut, na schön. Ja, die ist noch im Gefecht, die Gneisenau. Das Ganze sah mir auch eigentlich sehr nach einer Niederlage aus. Zumindest zum Abschluss. Wir werden sehen, was es wird. Spätestens beim nächsten Mal, denke ich. Gut. Liebe Freunde, ich werde mich jetzt für heute hier verabschieden. Ich bedanke mich aufs Allerschärfste fürs Zuschauen und auch fürs Mitmachen. Und wünsche euch jetzt einen wundervollen Abend. Lasst es euch gut gehen und